Heute empfängt der Peter seine Gäste im St. Jakob. Herzlich willkommen in meiner Weise. Peter ist super gesehen. Er hat auch ein bisschen seine Show gemacht, aber das kann er einfach auch. Im Finale gibt der Peter nochmal vollen Einsatz. Welches Team holt sich den Sieg? Der Final der Basler Woche steigt, wie könnte es besser passen, gerade neben dem Joggeri, in einer der ältesten Wirtschaften in Basel, dem Wirtshaus St. Jakob. Da kommt schon der Peter. Er liebt seine Stammbeiz vor allem wegen der wunderbaren Cordon Bleu. Der Peter ist pensioniert und hat früher als Kameramann gearbeitet. Er ist geheiratet, hat 3 Töchter und fährt gerne Ski. Das Wirtshaus St. Jakob lebt von seinem freundlichen Chef. Darum kommen auch viele Prominente und Spieler vom FC Basel gerne hier vorbei. Hey, hoi Peter! Sorry. Darf ich dir vorstellen, das ist der Robi Gasser, der Besitzer von diesem Restaurant, der wunderbare. Er ist ein Typ, Wirt, er ist ein Schausteller. Mit ihm ist immer etwas los, ist immer etwas zu lachen. Manchmal auch nicht, gell, wenn es nicht drum ist. Manchmal sprühlen wir auch, ja. Es ist wunderbar. Er ist einfach ein flotter Sieg. Wie bist du Schausteller geworden? Ich bin einfach meine Frau kennengelernt, also eine Schaustellerfamilie. Und sind auch noch Schausteller, haben Geschäfte überall auf den Messen. Und so bin ich auch zu einem Restaurant gekommen, weil ich ein bisschen kürzer treten wollte. Ich habe gesagt, ja, in meinem Alter machen wir etwas kürzer. Ich übernehme ein Restaurant. Das war eine sehr gute Idee von meiner Frau und von mir. Jetzt schaffen wir einfach das Doppelte. Das kann ich bezeugen. Das war eine gute Idee, gewesen, ja. Und wie bist du auf die Beine gekommen? Anschließend von meinem Match bin ich hier reingekommen, weil ich einfach Durst hatte, das Tramli erwarten musste. Dann die Gang ein. Ich bin hier reingekommen und dann eben haben wir uns gar kennengelernt. Er ist gerade mit einer Gruppe zusammengesessen und hat einen genommen. Und hat gesagt, komm auch. Wieder da und seitdem hat es einen geklappt. Von aussen wartet eine Überraschung. Hier werden wir unseren Aperitif nehmen. Und hoffe, dass euch allen das gefällt und dass der Aperitif auch gut ankommt. Das sieht ja gemütlich aus. Und die Beiz hat auch eine Geschichte. Das Haus war früher ein Zollhaus. Das ist 1836 von der Merian-Stiftung gekauft worden. Für damals für 300 Franken. Ein richtiges Schnäppli. Die Beiz ist nahe beim Stadion. Da hast du sicher viel Fanbesuch, oder? Ganz sicher, ganz genau. Wir haben FC Basel-Fans, die wir hier haben, bei uns natürlich. Das ist gerade daneben dran das Fußballstadion. Und wir hoffen, wir gewinnen auch bei dem Match wieder, der nicht zum nächsten stattfindet. Wir haben es auch immer lustig. Es kommen auch immer Fußballspieler zu uns zu überall mal schauen. Der Kali kommt mal ab und zu und schauen, wenn er Lust und Zeit hat. Gell? Welchen Kali meinst du? Kennst du nicht den Kali? Ja, so, du Peter, da immer wieder jemanden. Da haben wir jemanden, ja. Ich hätte Odermatt gehabt. Der Kali Odermatt ist eine alte Fußballlegende aus Basel. Am genug im Garten gsi. Jetzt wird es Zeit, dass wir reingehen, Peter, und zeigen dir einmal, wie es drinnen aussieht. Und ohne was, he? Gehen wir. Klar. Das Wirtshaus St. Jakob kombiniert das Moderne mit dem Traditionellen. Besonders bekannt ist es für sein St. Jakob Fondue. Und warum ist das dein Lieblingsrestaurant, Peter? St. Jakob habe ich als mein Lieblingsbeiz rausgehauen, weil ich hier alles habe in Sachen Atmosphäre. Ich habe gute Freunde und vor allem der Robi. Wir haben uns gut verstanden. Wir sind Freunde geworden und somit sehe ich keinen Grund, warum ich einen anders zu lernen. Da hinten ist mein Stammplatz, den ich habe, wenn ich mit meiner Frau und mit meinen Freunden essen gehe, weil es ist da sehr intim. Man fühlt sich da nicht nur unter Freunden am Tisch, sondern man fühlt sich auch gewisser Sinn unter Freunden von denen, die auf den Bildern oben sind. Ah, da ist ja richtige Prominenz dabei.
wenn ich mit meinen Kollegen einen zwitschere, dann gehen wir dafür. Dann habe ich meinen Stammplatz hier. Es können nicht genug Platz frei sein, um dass wir es lustig haben können. Habt ihr es denn viel lustig? Ach du, ich würde sagen, wenn er da ist, überhaupt, auch ein Schausteller ist, ist er ja viel Futter. Aber wenn er da ist, ist er immer für einen Scherz aufgelegt. Er hockt auch mal dazu. Und was auch noch ganz toll ist, zwischen ihnen schmeißt er mal eine Runde, das ist auch toll. Wegen dem kommt er ja auch. Genau. Weiter geht's im ersten Stock. Jetzt sind wir hier oben im oberen Saal. Und zwar ist das der Talbenteichsaal und das Bilgensäli. Das sind zwei Säle, die man zusammen verkuppeln kann. So wie es jetzt gestuhlt ist, ist das für 85 Leute gestuhlt. Man kann es aber verkleinern und kann man auf einer Seite bis zu 50 Leute und auf der anderen Seite bis zu 30 Leute. Mal, das sieht ganz gediegen aus. Brauchst du den Raum auch, Peter? Ja, also ich bin auch schon hier oben in dem Saal. Und zwar im Saal nebendran. Dort hat es einen Fernseher. Und wenn ich manchmal so kleine Videos drehe und fertig habe, zeige ich die gerne meinen Freunden. Und die können wir sehr gerne schauen. Und jetzt geht's ab in die Küche. Da wird heute der grosse Finale entschieden. So, Peter, siehst du, da sind wir jetzt in unserer Küche. Ja, super. Da bist du noch nie gewesen, gell, Peter? Nein, da bin ich noch nie gewesen. Das war. Ja. Da hast du auch nichts verloren, gell? Das weißt du. Das stimmt, das stimmt. Aber schön, mal zu sehen, wie die Küche aussieht. Heute darfst du mal reinkommen. Wir haben ganz moderne Küche. Aber wo ist der Koch? Er ist jetzt gerade unten im Kaltanrichtung. Und er schaut, dass es so gut wie möglich macht. Deine Bites, meine Bites, wir gewinnen, weil der FCB der Nähe ist und der unterstützt uns heute. Genau. Gäste sind miteinander im Anmarsch. Rita und Steff, was meinet ihr? Wer macht es heute Abend? Ich bin richtig gespannt drauf und freue mich. Und freue mich auch sehr auf den Peter. Ja, ja, tanzt noch mal heute oben. Ja, wenn wir Glück haben. Corinne und Ruben, was gibt es heute zu essen? Also ich könnte mir vorstellen, heute oben könnte es vielleicht etwas mit Wild geben. Oder etwas traditionell Baslerisches. Aber ich würde mich jetzt sehr auf Wild freuen. Oder etwas vom Rhein. So irgendein Forelle oder so. Die Gäste sind noch am Wehrweisen, was sie heute erwartet. Unterdessen ist der Peter schon voll parat für eine herzliche Begrüßung. Hoi zusammen! Hallo! Herzlich willkommen in meiner Weise Welt, sagt Jakob. Schön, hoi zusammen! Hallo, Sali! Schön, dich zu sehen! Oh, sehr schön, danke schön, Willi. Hallo, Sali! Schön! Also, ich möchte euch einladen zu einem Aperitif. Sehr schön! So, das sehr schön! Gute Schaut! Da, das ist der Herzig! Du darfst jetzt abbiegen, jawohl! Peter ist super gesehen. Man hat richtig gespürt, wie er Freude hat. Man hat auch gemerkt, wo wir gekommen sind, dass er Freude hat, dass wir jetzt kommen. Und ist stolz darauf gesehen und hat auch ein bisschen seine Show gemacht. Aber das kann er einfach auch. Und er hat den Charme irgendwie. Und geht euch gut? Alles super. Klar? So gut es ihm gehen kann, ja. Ich habe mich heute erholt von der heutigen Abend. Eine gemütliche Runde. Fehlt nur noch etwas zum Anstossen. Ah, da kommt ja schon der Robert. Darf ich euch vorstellen, Robert, der Besitzer von der Wirtschaft. Mit dem Apéro ist das Finale offiziell eröffnet. Dann wünsche ich euch noch einen guten. Und wenn ihr noch ein bisschen Nachschub braucht, nur melden, ich bringe es euch gerne. Der Anfang macht einen weissen Glühwein für 6 Franken. Also der Apéro draussen, das ist ein erstes Highlight heute Abend, muss ich ehrlich sagen. Wie sie es gerichtet haben mit den Strohballen. Sehr nostalgisch, schön, stimmig, chillig, klasse. Mein erster Glühwein dieses Jahr, sehr fein mit Weisswein gemacht. Gell? Ja. Und wunderbar. Einfach, aber grandios. Es muss nicht immer high sophisticated sein. Bin ich noch einmal hier? Ja. Ich würde euch nicht gerne unterbrechen, aber wir haben hier das Menü. Was gibt's echt Feins?
heute gibt es als erstes unser Glühwein. Den haben die ja, glaube ich, schon probiert. Wunderbar. Dann haben wir Salat mit Sandenfilet und mit italienischem Dressing. Und dann als Hauptgang haben wir unsere kantierte Ente mit dem Sellerie-Kartoffelstock und gebratenen Steinpilze. Ach, schon wieder Ente. Mit Ente, schon wieder Ente, zum dritten Mal die Woche. Dreimal, dann hat man es auf jeden Fall genug gegessen. Schon an der ersten beiden Übung hat es Ente gegeben. Abgesehen davon, wie gefällt euch das Menü von heute? Ich habe es toll gefunden, dass wieder mal eine Vorspeise jetzt kommt, Vorspeise Hauptgang. Ich habe mich sehr gefreut auf die Kombination. Ich denke, Sie haben das sehr schön ausgesucht. Der Peter führt seine Gäste am Tisch. Aber bevor es mit dem Menü so richtig losgeht, hat der Robert noch etwas Wichtiges zu sagen. Darf ich euch vorstellen, das ist der Robert Leibrecht. Das ist mein Stellvertreter. Er wird euch heute durch das Menü führen und wird euch auch den Wein schenken. Ich wünsche euch einen schönen Abend und einen guten Miteinander. Und der Herr Leibrecht wird sich übernehmen. Danke. Schönen Abend. Guten Abend. Hallo. Mein Name ist Robert. Schön, dass Sie da sind. Der freundliche Service ist doch gerade ein Grund zum Anstoßen. Für den Peter bleibt aber nicht viel Zeit zum Geniessen. Liebe Gäste, wenn Sie erlauben, Peter, ich brauche dich ein bisschen in der Küche. Das tut mir leid, ich muss in die Küche gehen, damit ihr auch etwas Essen kriegt. Ja. Alles klar. Ich nehme noch einen Schluck. Zur Stärke, gerade ja, gib mal ein Bier. Ja. Kochen ohne Wein geht gar nicht. Nein, das machen wir nicht. Also, bis später. Bis nachher. Jawohl. Bitte. Gut. Es klappt. So, gehen wir zusammen kochen, gell? Ja. Also, gehen wir mal zusammen anrichten. So. Jetzt heisst es arbeiten. Der Peter legt fleissig Hand an beim Salat. Für das Wirtshaus St. Jakob ist die Verwendung von regionalen und frischen Produkten sehr wichtig. Und das ist das brötelte Zanderfilet mit Nüsslisalat und italienischem Dressing für 14 Franken. Serviert wird's vom Peter. Das hast du vorher aufgenommen, das solltest du noch wissen. Ja. Eins ist klar. Der Peter fühlt sich im Wirtshaus St. Jakob so richtig daheim. Das war das Highlight heute oben. Der Peter ist das Highlight heute oben. Der hat Vorspeise serviert. Das habe ich super gefunden. Und er hat es mit einem riesigen Lächeln gemacht. Der ist doch voll dabei. Man hat gemerkt, er ist Teil der Arbeit. Das ist so herzig. Zurück zum Spiel. Die erste Halbzeit ist mit dem Zanderfilet eröffnet. Schmeckt es echt so gut, wie es aussieht? Der Steff nimmt aber noch etwas anderes Wunder. Und wie bist du zu dieser Beiz gekommen eigentlich? Wie bist du auf die Beiz gekommen? Ja, ganz einfach, ich bin mal am Match gesehen. Was sonst? Ja, was auch sonst, oder? Na, dann kann ich eigentlich nicht drüber. Und das war's. Okay. Gute Entscheidung gewesen. Und das war schon der 70er Jahre, oder wann? Vor 4 Jahren. Ah, okay. Ja. Ah. Mhm. Auch junge Liebe in dem Fall. Geil. Ja, unsere Julio. Die Vorspeise, sehr fein. Nüsslisalat mit dem Fisch. Das war sehr, sehr etwas Feines. Man hätte auch den Nüsslisalat von mir aus jetzt weglassen und nur den Zander mit dem Gemüse bringen. Das hat mir eigentlich gelangt. Das wäre schon schön genug als Vorspeise. Ich habe das Vorspeise sehr genossen. Also Forelle mit Salat. Das ist unerwartet. Es hat gepasst. Lieber Ruben, das war ein Zanderfilet und nicht Forelle. Hauptsache, es war gut. In der Küche geht es schon zügig weiter mit der Vorbereitung der Ente. Als Beilage gibt es Gemüse, das zu der Saison passt. Sorgfältig wird alles im passenden Geschirr angerichtet. Und das ist die konfierte Entenkühle mit Sellerie-Kartoffelstock und gebrötelten Steinpilz für 34 Franken.
Als Gastgeber kannst du vielleicht bei den Damen ein wenig helfen, ja, das auf dem Teller zu machen. Und jawohl, ich mache ich gerne. Bei den Herren. Der Peter ist unermüdlich im Einsatz für sein Team. Schließlich geht es heute um alles. Also, ich hoffe, dass euch das mundet. Wir haben es ausgesucht, nicht weil es mein Lieblingsessen ist, sondern wir haben es einfach mal so als etwas Spezielles gewählt. Mein Lieblingsessen, wie gesagt, ist eigentlich Cordon Bleu und Tartare. Und zwischen ihm mal Fondue. Aber das habe ich auch gern. Das habe ich sehr gern. Und ich habe gefunden, ich will euch das einmal offerieren. Bitte schön. Dankeschön. So, bon Appetit. Einen guten Appetit. Dankeschön. Danke, danke. Gäste geniessen ihr letztes gemeinsames Menü von dieser Woche. Gehört echt Entenkühle in die Champions League oder eher in die kulinarische Regionalliga? Das zeigt sich jetzt. Und? Was meint ihr? Stopp. Fantastisch. Es ist fantastisch. Alles gut. Also die Hauptspeise. Die dritte Ente diese Woche, muss ich ehrlich sagen, die ist, die Haut ist schön knusprig, das ist wichtig. Es war sehr fein. Ich habe es toll gefunden, dass sie es im Pfännchen gebracht haben, weil wir es selber geschöpft haben auf den Teller. Was ich auch gut gefunden habe, dass jeder so sein schönes Töpfchen gekriegt hat mit dem Herdöpfel und Selleriebüree. Das war ganz schön angerichtet. Man hat die Ente mit Respekt behandelt. Ganz fantastisch. Hammer, die Komposition von den verschiedenen Gemüsen. Und die Geschmäcker, oh wow, das war ein Spiel der Sinne. Absolut klasse. Unsere Pilze. Steinpilze, genau. Die frischen Steinpilze, das ist halt immer etwas sagenhaft. Und das ist halt auch wieder typisch, es war alles saisonal, Gemüse und Saison passt. Und das ist, nein, für mich ein perfekter Hauptgang gewesen, muss ich sagen, da drinnen. Ja, ist ein schade, dass schon der letzte oben heute oben, finde ich. Ja. Ich habe mich so langsam daran gewöhnt, jeden oben gut gegessen. Mhm. Okay, aber ich muss sagen, es wäre mir tot. Ich nehme jede Woche zu. Wahnsinn. Ja. Wir sollen nicht so viel zum Mittagessen, wir sollen noch einteilen. Ja. Man muss sehr einteilen. Nein, aber es war eine sehr feine Woche. Sehr sagen. Du weißt ja, das Fleisch ist billig, aber ja, lustig. Geist ist schwach. Das ist so. Ja. Das ist das Problem. Ich habe mich richtig an euch gewöhnt. Mhm. Am Schluss vom ersten Oben haben wir glaube ich, schon gemerkt, dass wir einfach eine lustige Truppe sind. Und uns sehr respektieren und einfach lustig haben miteinander und das genießen. Und wir sind nicht das letzte Mal zusammen essen. Nein. Eindeutig nicht. Haben Sie Appetit bekommen? Gönnen Sie 1'000 Franken im Bar und gönnen Sie sich und Ihrer Begleitung ein feines Essen im Restaurant oder erfüllen Sie sich sonst einen Wunsch? Einfach anrufen auf 0901 90 60 30 für 80 Rappen oder gratis per WAP. Ob Sie gewonnen haben, erfahren Sie in der nächsten Sendung. Kommen wir zu der Bewertung. Wie hat euch das Haus und die Einrichtung gefallen? Das Ambiente von hier oben ist toll gewesen. Man konnte so in richtig diese wunderschöne harmonische Temperatur sitzen und genießen. Was meint ihr zu der Bedienung? Es war sehr zuvorkommend. Sie haben für uns geschaut, sie sind nachgeschenkt. Man hat ein bisschen gemerkt, dass sie vielleicht ein bisschen zu beschäftigt waren, aber es ging trotzdem. Hat es gereicht, dass wir alle eigentlich das bekamen, was wir brauchten. In welcher Liga spielt das Essen? Essen insgesamt sehr fein. Ja, mit der Vorspeise und dem Hauptgang sehr, sehr fein aufeinander abgestimmt, hat gut geschmeckt. Doch, hat mir gut gefallen. Absolut stimmig gesehen, es hat passt zu mir, hat zueinander, es hat ins Lokal passt, wirklich schön gesehen. Und zum Schluss die Preis-Leistung. Absolut stimmig, also für Qualität und Quantität, die wir hatten, wunderbar. Es ist nicht einfach nur ein Koch, es ist aufwendig gewesen, um auch herzustellen. Und da muss ich eher sagen, die 54 Franken sind einfach top. Kompliment von allen Seiten. Das könnte am Schluss noch ganz eng werden. Bevor die Punkte verteilt werden, gibt es jetzt noch einen Rückblick auf die Woche. Am ersten Tag ist es losgegangen mit Chinesisch im Goji. Mit dem Steff als Stammgast und dem Wirt Benji.
Am zweiten Tag hat Corinne Vollgas gegeben. Im Les Garçons im Badischen Bahnhof zusammen mit dem Markus. Rita hat voll auf Kultur gesetzt. Am Mittwoch hat sie ins Restaurant Parterre One eingeladen, zum Thierry. Eine kulinarische Reise durch den Orient hat es gestern mit dem Ruben gegeben. Im Restaurant Sasa beim Wirt Ismail. Panik steigt. Und da kommen auch schon Couvert. Auf den Sieger warten 1'000 Franken. Im Moment weiss noch keiner von den Stammgästen, wie viele Punkte seine oder die anderen Beizen gemacht haben. So, jetzt wird es spannend. Der erste von da. Also, wir mit dem Gocci haben 30 Punkte gemacht. Ja, hey. Le Garçon hat 31 Punkte. Oh, eine mehr. Oh, nein. Wenn ich es lieber so drinnen lasse. Ganz schlimm. Ich schwöre. Nein. Oh. Komm jetzt. Ist so. Schlecht ist es nicht. Ja. Nein, komm, schlecht ist es. Es geht schlimmer. Genau. Also? Es geht schlimmer im Leben. Ja. Okay. So. Eieiei. Ich glaube, ich habe es schon so richtig vorausgesagt. Alles. Da, ja, in Ordnung. Wow. Hey. Super. Kann der St. Jakob das noch toppen? Es gibt 9 Punkte von der Rita. Es glatzt 10 vom Steff. Von der Corinne ein 8 und 9 vom Ruben. Will ich mal das Geheimnis? Partier oder nicht Partier? Schnell lüpfen, hä? Oh. Zeig das Ding! Also, ich zeige es jetzt. Ja! Danke, freue mich selber. Wunderbar. Der Peter und der Robert holen Platz 1 fürs Wirtshaus St. Jakob. Das könnte man doch auch vom FCB. Green Team. Wir haben jetzt auch gewonnen. Ja, wir haben alles Mögliche gemacht dazu auch, dass wir gewinnen. Das war die kulinarische Live-Schaltung aus dem Joggeli in Basel.